und dann kommst du nicht zu schneiden. Aber ich spiele immer noch mehr Footy. Ich teile aber voll durch beim Spiel, weil vor allem die Spawnpoints dermaßen schlecht sind. Ja, das ist echt so. Vor allem Killhouse. Ja, okay, Killhouse ist verdammt klar. Aber das sind alles auch. Aber teilweise gibt es ja Maps, da hast du einen langen Gang und dann hast du an dem langen Gang sozusagen eine Verlängerung, ist eine kleine Aussparung. Und da drin bist du gespawnt, dass du ja jeder aus dem Gang erst spawnen kannst. Ist doch gut. Ja. Schöner Spock. Ja, macht voll Spaß. Das Geilste ist auch, wenn man dann direkt hinter dem Gegner spawnt oder so. Mit Bruder geht das auch. Der ist bloß noch verloren die ganze Zeit beim Spiel. Ja, das mache ich auch. Dann hörst du das ganze Zimmer durch. Mich immer ganz laut. Ja, meine, das stimmt, ganz ja, das ist auch nicht. Und der Scheiße. Hat der schon mal ein Internet eigentlich oder was? Bitte? Hat der eigentlich Internet? Ja. Ja, hat. Was denn, was reibst du denn umeinander? Hinten mal. Komm mal zu mir. Du Sau, Simon! Ab! Ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. Was? Ja, scheiße. Ja, das ist schon klar. Aber da gibt es ein bestimmtes Spielfeeling geben. Simon! Ich will so gnadenlos verlieren. Ja, du wirst mir noch viel bestücken, jetzt ist die Spielseite. Ja, wir haben gnadenlos verlieren. Was denn, wenn wir so. Simon! Ich weiß nicht mehr, wie die Tasten gelegt. Jetzt habe ich gewartet, dass er Granaten zerreißt. Fuck! War chillig dumm. Ja, ich weiß schon. Ich bin so Noob. Das soll mir die Leiche für sich arbeiten lässt. Nein! Ich will mal eine Republik hier. Wenn du Scheiße baut, dann richtige Scheiße. Ja, das sind sie wieder. Ja, das ist ein Nutzen noch. Das musst du auch kennen. Wieder weg.
Das ist das Spiel schon, mehr so wissen, dass man nutzt. Nuppen macht. Nuppen nutzen. Euch hier runter. Boah, schmeiß er doch nochmal ins Blaue. Dahinter ist man jetzt einfach nicht spülen, war so cool. Spaß macht. Ja, das ist schon mal schön. Oder der andere. Der andere Buhn. Buhn. Nämlich die Kuppel. Hast du irgendwo einen Sniper gehabt oder irgendwas? Hä? Hast du einen Sniper in den Ring gehabt irgendwas? Ja, ist doch. Ja, hast du recht. Was rede ich wieder für den Scheiß? Messer drin. Was ist denn für ein Scheiß los da? Ein Messer cool. Oh, es Messer. Nein! Ja, ich weiß schon. Ich bin so schwach. Ja, bestick mich. Bestick mich. Ich fix da mal. Ich hab da mal noch Schreier. Der war jetzt einheimlich. Dauerbestückung. Was hast du was, oder? Ja, man, das ist ja gut. Nein. Nein! Nein! Nein, jetzt mein Olo und der Kratz! Okay, das ist voll hinter mir! Na, oder? Okay. Na, okay. Okay, na. Na, okay, na. Na, geh noch. Das sind wir versprochen. Na, geh mal. Das ist eine Freiheit. Warum muss ich denn zweimal zerstören? Das
jetzt ein Problem. Ja, dann ist er auch gehabt eigentlich. Genau, ja. Er ist ein bisschen später. Ja, aber das habe ich nicht mehr gewusst, dass es gerade. Das gibt's doch nicht. Wer von heute du hast? Du hast doch Eliminator. Martyrium. Martyrium. Und was kommt für ein Buhn? Der wird der Dreck halt. Wer will von mir geschlachtet werden? Das bin ich wieder auch nicht da. Gut. So, und der Tom kommt nicht, oder was? Der Snoop. Wahrscheinlich nicht. Ah, toll. Toller Snoop. Tollen Snoop hast du da ausgesucht. Ui, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Mir fällt gerade auf, ich hätte mir mal in den Dreck kurz schließen sollen. Moin? Nein, irgendwann hast du geschrieben. Aber irgendwie hat es die Nummer nicht gegeben, was du gegeben hast. Lustigerweise. Nein, ich hab schon. Nein, das ist toll. Du fixst dich. Ich hab's noch zusammen schon gehabt. Ja, ich hab's schon. Wo ist er da? Wie er einen schlimmen Finger durchgekommen, weil er schon verreckt ist. Das war jetzt Nerven abreiben. Da hat er was anderes gemacht. Softfly. Immer wieder. Stinkt es halt immer. Du willst? Stinkt. Warum? Ja, ich glaube, der Wasser gehört, weil. Ich hab gar nichts gesehen. Ich meine, der düftelt schon mal drum und an, welche Teilsegröße die optimalste ist. Ja. Ah. Oh, dann schick ich erst mal das Seil. Okay. Und! Aber richtig und! Ja. So gut! Das ist ein Fortschritt, dass so ein paar neue Beutel und man ein paar neue Charaktere gemalt. Ich habe jetzt das halt immer noch. Das mache ich nächstens fängt bei Deadwork Rouge. Dann machst du die Übersetzung. Ja. Vielleicht die Übersetzung so voll fürs neue Projekt auch hier nicht mehr. Was? Wie, hä? Ja, ich könnte so diesen Gras machen dann. Dass du voll mehr zu übersetzen hast. Das ist ja nicht so, dass die Übersetzung so zeigt. Ja, ja, ja. So. Sandro, der Basi hat letztens vorgeschlagen, dass ich Adios-Lieder posten soll. So, das ist für mich gekriegt. Dann ist es wurscht, dann ist es echt wurscht. Das ist echt wurscht. Ja. Schon alles beerdigt und vergessen. Ja, mehr oder weniger schon. Okay. Ja, mit, wenn ich dich für Weine stellen soll, dann sollte ich irgendwie noch irgendwas ausschauen. Aber das ist die gleiche Wurscht, oder wie? Das ist echt, also. Also, ich brauche nochmal deinen Namen dazu schreiben, das ist für irgendeine Gruppe. Ja, ja.
zu packen, Mann. Gehen wir, ja. Also eigentlich geht's auch was Tolles. Eigentlich möchte ich dir jetzt nur die Urheberrechte dann noch mal verholen. Hab's jetzt mitgerechnet? Von so einem Künstler. Wo der hat also an der GEMA, wenn er von anderen Künstlern in seinem Song was einbaut, praktisch muss man das bei der GEMA anmelden. Ja. Jetzt hat er einen Song gemacht, der dauert ungefähr 33 Sekunden. Ja. Und in den 33 Sekunden zitiert er praktisch Werke von 70.200 Künstlern. Okay. Jetzt hat er praktisch für jedes einzelne Ding hat er Formular geschrieben und der reicht jetzt bei der GEMA ein. 70.200 Formulare. Wie geht denn das in 30 Sekunden? Rappt er auch? Ja, das ist nur komplett durcheinander, jetzt total scheiße. Also. Super. Ja, den haben wir die Ohren. Die haben wir schon auch was gemacht, bin ich gespannt. Und ich finde bestimmt irgendwie nicht, wenn es ablehnt. So. War immer so, dass die wegen so Abschluss. Ja, ja. Ah, Tageslicht. Nein, ist nicht möglich. Ja, künftiges Tageslicht. Der hat mich voll die UV-Strahlung. Ich mach meistens viermal die Traum. Hä? Was meinst du? Was für einen Traum hast du gehabt? Wann ist denn jetzt endlich mal die Erasmus-Demo fertig? Endlich. Endlich? Ja. Wann sagen wir, die Planung ist 10% abgeschlossen, die Engine ist noch in den. Erläutere die Demo jetzt. Erläutere das Spiel. Die Demo soll ja insgesamt schon so solche Dinger drin haben, die man nochmal das U-Klicken kann. Ja. Und solche Dinge, die fallen noch. Buttons. Und die Buttons, genau. Und dann noch ist überhaupt das Grafik. Also überhaupt eine Grafik. Wenn ich jetzt also die Demo noch sehen, dann ist das alles komplett schwarz und dann siehst du den Halten. Ich werde das nochmal machen. Dann hat er irgendwie komischerweise so einen Morgenstern dabei. Macht er? Dann geht das umgenommen. Ach, das geht jetzt schon, oder? Was scheiße wird. Ja, aber die Bildschirm ist halt schön schwarz. Ja. Was machen wir denn das? Das ist halt dunkel, das ist wirklich. Nein, schon mal so doof. Ja. Ja, das kriegst du dann selber ja schon. Aber regel ist dann, dass ich mal Taschenlappen drin bin. Nein, man muss das wissen, dass ich nicht bin. Dann ist ein weißer Hintergrund. Zu hell! Ja, dann Taschenlampe ist zu hell. Na, so machen wir es. Das blinkt so. Du hast ja immer den gleichen Hintergrund bei den Screenshots, oder? Ich? Ja, du machst dich mit den Fäusen da links um. Ich habe jetzt erst. Ich weiß erst mal einen Screenshot. Okay. Das ist eine gute Spitze. Naja, ich mach jetzt ja erst einmal natürlich. Ich habe schon die komplette Mucke, aber ich schon. Komplettes Album für dich, aber ich muss halt nicht laufen wieder ein. Der mit dem Album. Ja. Ja, das sind mal 3 Lilo, oder? Das sind mal kurzes Jahr Hauptplan. Ja. Besten auf Mega-Ablauf. Wissen die Sonsten oder so? Oder rein kommt das Bundesliga-Plan, oder? Was? Bei der Arrasser-Seite. Ja, Bundesliga-Ablauf. Da kommt das direkt auf Hauptplan, oder? Weil da haben wir übelst den Laps-Test. Mhm.